Hallo, Lego sagt's. Merkt dir, niemand kennt Sandy Bay besser als ich. Du hast keine Chance. Ach ja? Dann hat der... Das hat der Baggerfahrer auch gedacht. Punkt, Punkt, Punkt. So, und Tee habe ich gerade wieder nicht. Und es regnet! Nein! Wie kann es nur regnen? Turbo? Nein, brauchen wir nicht. Das geht auch so. Und jetzt geht's einmal durch die Stadt. Durch die Stadt. Einmal links herum, einmal rechts herum. Falsche Reihenfolge. Es war erst rechts, dann links. Ach egal, wir machen einfach weiter. Wir machen einfach weiter und sammeln Items ein. Mit der Hoffnung, dass wir irgendetwas kriegen. Zum Beispiel diese tolle Bombe, diese Rakete. Die fliegt so lang weiter, bis sie auf ein Hindernis stößt. Und dann, fängt Fraps eine neue Datei an und unser Raumgleiter fliegt davon. Wir haben ein Stück unseres Fahrzeugs verloren. Tron-Diskus nach vorne. Wir haben die Zielrakete. Leider bringt sie so noch recht wenig, weil die Zielrakete muss... Die Zielrakete muss dann, wenn überhaupt, einmal ganz rumfliegen. Damit sie den Postboten jetzt auch trifft. Wie ihr seht, haben wir oben links so einen gelben Stein dazu bekommen. Und wer aufgepasst hat, weiß auch, an welchem Punkt das passiert ist. Vielleicht klappt es jetzt wieder. Ja, wir haben einen weiteren Lego-Stein dazu bekommen. Und jetzt ist die Frage, kommt das daher, dass man irgendwelche tollen Stunts macht? Sich irgendwie wagemutig in die Kurve legt und driftet? Nein, liebe Leute, damit hat es nichts zu tun. Es ist lediglich eine Entschädigung dafür, dass ihr euer Fahrzeug demoliert habt. Weil das kann und wird spätere Male nochmal passieren. Ich weiß nicht, ob es auch, ob man auch diese Steine bekommt, wenn man von Gegnern abgeschossen wird und somit etwas verliert von seinem Fahrzeug. Allerdings sind diese Steine... Was ist denn jetzt los? Ja gut, dann fahren wir einmal rum. So ein Blödsinn. Warum fährt er denn nach rechts, wenn ich nach links drücke? So, jetzt ist unser Fahrzeug schon ordentlich demoliert. Und wir zeigen euch jetzt mal... Ich zeige euch mal, wofür die Steine jetzt gut sind. Turbo! Yes! Also... Da seht ihr jetzt nochmal schön die Flammen. Und ich hoffe, dass diese Flammen früher oder später noch größer, noch besser werden. Ist auf jeden Fall, finde ich, ein toller Effekt. So, Rennen geschafft, ein weiterer Baustein für uns. Das ist gemein. Wie hast du denn die Strecke so schnell kapiert? Hohohoho, ich bin der Weihnachtsmann. Das war sehr beeindruckend. Beeindruckend? Quatsch! Das war doch bloß Glück. Mann, du kannst wohl nicht verlieren. Was? Mach dir keine Gedanken, Lego Sucks. So ist er eben. Wenn du eine echte Herausforderung willst, solltest du mal gegen mich antreten. Ich warte vor der Feuerwache auf dich. Gavin. Gavin ist auch ein interessanter Name. Ich schütte mir eben Tee ein und drücke jetzt auf Weiter. Weil wir dieses Rennen gewonnen haben und jetzt haben wir schon 4 goldene Steinchen. Und jetzt muss ich mich gerade erstmal dran erinnern, wo der letzte goldene Stein... Nee. Wie viele goldene Steine fehlen uns noch? Uns fehlt noch einer. Muss ich eben mal nachdenken, wo der ist. Ah, ich weiß, wo der ist. Ich weiß, wo der ist. Und da geht es jetzt schnell hin. Da geht es schnell hin. Wir fliegen hoch in die Luft. Hoch in die Luft, weil wir sind ein kleiner Raumgleiter. Na, 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 na. Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Dann werden wir respawnen. Verdammt. Ah, auch noch hier oben. So ein Mist. Nicht gegen Baum. Ohne Hindernis fliegen wir davon. Ohne Hindernis fliegen wir davon. Und wenn wir hier hinter springen, dann war da nicht nur Wasser. Nein, da war ja links
Habe ich was verpasst? Er war doch hier. Also links war ja eben der Wirbelsturm. Moment, jetzt muss ich echt nachdenken. Wo war der? Also da am Baggerteil, im Baggerloch, Baustelle, haben wir das Teil ja schon bekommen. Nee, ich muss jetzt eben erstmal mir einen Überblick verschaffen. Ich habe vergessen, wo das Teil ist. Das da hinten haben wir ja eingesammelt. Ach, Moment, oder war das? Hier unten. Ja, das war hier. Ich habe mich erinnert. Juhu, und wir werden so dann belohnt. Belohnt, belohnt, belohnt. Und folgen jetzt dem grünen Pfeil zu Gavin, dem Feuerwehrfahrer. Allerdings muss ich dazu auch noch etwas sagen. Wenn ihr euch schon je gefragt habt, wo die Feuerwehr wirklich das ganze Wasser hernimmt, um das Feuer zu bekämpfen, kriegt ihr hier bei LEGO Racers 2 die Antwort. Hört ganz genau hin. Sprechen. Komm, so. Winke, winke. Winke, winke. Oh, ich komm gleich runter. Okay, Fraps hat den Punkt jetzt wahrscheinlich versaut, aber ich hoffe, ihr habt es trotzdem gehört. So, so, du hast also genug Mumm, hierher zu kommen, um mich herauszufordern. Na dann, wollen wir mal. Aha. Also, langsam kriege ich ein ganz gutes Gefühl. Ausrufezeichen. Bevor er in seinen Feuerwehrwagen gegangen ist, war er eben noch auf Toilette. Turbo, das ist der Turbo. Yes! Und wir sind jetzt weit vorne, haben viel Geschwindigkeit. Aber ich glaube, früher oder später brauchen wir dann doch noch einiges an Haftung. Damit wir das alles hinkriegen. Ach, und wir haben jetzt ja schon einiges an Vorsprung, liebe Leute. Und schießen. La la la. Das Teil fliegt ja komisch. Oder ich fahre komisch. Je nachdem. Und jetzt müssen wir durch diese gruselige Höhle fahren. Da ist die Höhle. Sehr gruselig. Geht nach links und nach rechts und wir fahren nach rechts. Übrigens müssen wir jetzt... Übrigens müssen wir jetzt keine zwei Runden fahren, sondern ganze drei Runden. Drei mit einem rollenden R. So, das ist jetzt schon die zweite Runde. Und weiter geht's. Wir haben massig Vorsprung. Hier geht's nach links. Als ich das erste Mal die Strecke gefahren bin, habe ich mir gedacht, wo geht's denn da jetzt wirklich lang? So, dann fahren wir hier lang. Immer dem Pfeil nachkommen. Wir versuchen mal den Pfeil zu kriegen. Nee. Ja, der fliegt über uns. Den kriegen wir nicht. Scheiße. Na, 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 na. Okay. Anscheinend kriegen wir keine Ersatzsteinchen oben links, wenn wir getroffen werden. Das ist schade. Und wir haben gerade aber einiges schon verloren. Das macht BUMM! So, jetzt... Wow. Ich finde den Tron-Diskus verdammt lustig, weil der prallt von den Wänden ab. Piau. So, und dann müssen wir gleich in die Reparaturstation. Pinball. Schade, anders abgeprallt als ich dachte. Und repariere uns. Ah, nee. Im Stile von Dead Space heißt es ja nicht repariere uns, sondern mach uns wieder ganz. Ja, mach uns wieder ganz, bitte. Boom. Oh, der fliegt da drüber. Auch gut.
Dieses Unsichtbarkeitsteil behalte ich erstmal, falls der Typ hinter uns, der Gavin, wieder auf die Idee kommt, uns irgendetwas in den Arsch zu schießen. Weil das fände ich nicht so toll. Na, 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 na. Und es hinterlässt eine Kerbe im Boden, diese Rakete. Und wir sind gleich auch schon wieder am Ziel. Wow. Das hat jetzt gerade ein bisschen viel geruckelt. Meine Güte. Kiss the wall. Nein! Ich wollte doch so gern an der galaktischen Meisterschaft teilnehmen. Und nun fällt die Entscheidung zwischen dem Kommissar und dir. Ja, wie bedauerlich. Genau, wir treffen uns bei der Polizeistation. Und dann wollen wir doch mal sehen, wer der beste Fahrer von Sandy Bay ist. Bäh. Ja, ich bin's. Ich hab mich nämlich gemeldet. Weiter. Laden. Warum lädt er jetzt so lange? Wir schauen dem Ladebalken zu. Er steigt stetig, aber extrem langsam im Verhältnis. Was ist denn da jetzt los? Wir haben 15.58 Uhr und 40 Sekunden und es ist mega langsam beim Laden. Ah, ein bisschen schneller. Ja, komm. Hopp. Ich trinke etwas Tee, das dauert mir zu lang. Er springt. Bäh. Zu viel Flüssigkeit um den Mund. So. Und wir haben unseren sechsten Stein bekommen. Und wollen wir jetzt direkt das Rennen machen? Ich denke mal schon, weil dann haben wir 7 Steinchen. Genau, wir machen das noch eben. Und nach dem Rennen werde ich speichern. Werde ich die Aufnahme beenden. Und das war dann. Warte, ich gehe nur schnell mein Auto holen. Grins. Er weiß nicht, dass wir die Bremsschläuche durchgekappt haben. Dass wir seine Reifen kaputt geschossen haben. Ich fürchte, du besiegst mich nie. Ich werde derjenige sein, der nach Sandy Bay bei der galaktischen Meisterschaft vertritt. Hey, Grins. Vielleicht. Aber hattest du nicht auch gesagt, ich würde gegen den Postbeamten verlieren? Fragezeichen. Hat er das gesagt? Keine Ahnung. Ihr könnt es nachschauen. Ich kann es erst später nachgucken. Ich weiß es gerade nicht. Vielleicht habt ihr ein besseres Gedächtnis als ich. Keine Ahnung. Und das lädt schon wieder so Arschlamm. Und wir haben jetzt 16 Uhr und 30 Sekunden. Ah! Dann trinken wir jetzt nicht etwas Tee, weil etwas Tee habe ich hier noch genug. Dann trinken wir hier etwas Met, nämlich Hexenelixier. Der ist nämlich mit Bananen, Melonen und Kiwi-Geschmack. Das ist also ein Mischmet. Zutaten, Honigmet mit Bananen, Melonen und Kiwi-Aromen. Das heißt, das ist alles auch nur Fake, das ist alles auch nur synthetisch, weil da auch nur Aroma drin ist. Naja, aber trotzdem schmeckt die Scheiße gut. Hat 10% und ist kaum mehr etwas drin. Feinste Qualität, hergestellt mit Honig. Oha, das möchte ich auch hoffen bei Met. Weil ein Met ohne Honig ist kein Met.